Hallo Leute und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon, Leute. Wir sind hier auf der anderen Seite mit dem Yggdrasil-Baum. Ja, und jetzt, entweder wir gehen jetzt hier ins Getummel oder was auch. Was sind das auf dem Boden? Braune, merkwürdige Flecken-Dinger. Ach, das sind die Pilze, glaube ich. Ach, wir helfen mal dem Waschbären. Komm, der Waschbär. Und dann reden wir mal mit dem komischen, mit Grimm, dem Verwandten von Pinocchio. Was willst du? Ich muss immer die Stimme überlegen. Das ist echt schwierig. Was willst du? Ich habe keine Zeit. Ja, wir helfen natürlich. Was für ein Problem gibt es? Kann ich dir helfen? Weißt du zufällig, wie man eine Falle aufbekommt? Der fliegt jetzt hier die ganze Zeit neben dem Waschbären und macht nichts, oder was? Abschied. Jein. Nein. Jein? Ich weiß nicht. Das habe ich noch nie versucht. Na, dann versuch es doch am besten jetzt. Finde heraus, wie man dieses Schrottding aufmacht. In Ordnung. Ich werde mich sofort darum kümmern. Geh nur nicht weg, ich bin bald wieder zurück. Ja, gut, dann kümmern wir uns mal darum. Können wir das jetzt machen oder nee? Und du, Schwirrwisch? Hast du schon jemanden gefunden? Schau dir doch nur den armen Waschbären an. Wie zum Geier kann man so herzlos sein und ob dieser Klageschreie nicht in tiefe Trauer stürzen. Noch nicht. Nein, aber ich beeile mich. Ich werde weitersuchen. Warum können die denn nicht? Die sind doch zu dritt. Die können doch jetzt einfach... Die Falle. Egal. Egal. Vielleicht kann ja auch unser Faunfreund helfen. Hey, Alexis, was kann ich für dich tun? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Nee. Sicher, ich bin ganz Ohr. Okay, Waschbär Rocky. Grimms Waschbär ist an eine riesige Wolfsfalle geraten. Du weißt nicht zufällig, wie man ihn befreien kann? Das arme Tier. Dieses schlimme Geschrei stammt also von dem Waschbären. Man darf nicht tatenlos dabei zusehen, wie ein Lebewesen so leidet. Dummerweise wüsste ich nicht, wie wir den Waschbären befreien könnten. Wir sind alle nicht kräftig genug, um so eine Falle aufzukriegen. Vielleicht kann es ja einer der anderen Bewohner helfen. Tut mir leid, ich bin echt ratlos. Diese Faun-Typen, die haben bisher uns noch überhaupt nicht helfen können, ne? Aber die spielen sich immer voll auf. Der andere hat ja auch mit uns geflirtet. Darf ich dir noch mehr Fragen stellen? Abstoßender Trank. Kannst du mir dabei helfen, die Zutaten für einen Trank zu finden, mit dem man Hornissen vertreiben kann? Ich weiß zwar nicht, wo genau du die Zutaten finden kannst, aber wenn du dich unten am Baum umziehst, wirst du bestimmt finden, ja toll, das rumfliegen kann ich auch alleine. Thema nützlich. Ja, dann gehen wir... Nee, den Gnom hatten wir auch. Die Kiste hier auch. Okay. Gucken, was wir hier noch so finden. Dann können wir ja jetzt mal zu den Pilzen. Wo waren die? Hier ist so ein komischer Vogel. Wird da jetzt schon wieder drüber hinausgeflogen? Bin ich schon wieder zu weit? Nö, da vorne sind die doch. Da gehe ich mal hin. Das ist Kot. Die braunen Dinger, das ist Kot. Abschnitt abgeschlossen. Beschaffe etwas Kot eines Eichhörnchens. Woraus besteht dieses Spiel? Oh, ich habe den Quest bestanden. Ich habe Scheiße geholt. Toll. Was haben wir hier? Achso, da können wir wieder zurück. Ja, gut, dann, ne. Fliegen wir immer flattern noch. Ein bisschen nervt das ja, dass die anderen hier so um einen herumfliegen und immer mitkommen jetzt alle. Also, ich hätte gern die Perspektive einfach nur von ihr aus. Wisst ihr, was ich meine? Also, und nicht immer das Geflatter von den anderen. Mit Imka Elbrich sprechen. Beweg dich nicht so, du verscheuchst uns die Bienen. Man muss sanft zu meinen Bienen sein. Fragen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich. Waschbär Rocky. Grimms Waschbär ist eine riesige Wolfsfalle geraten. Du weißt nicht zufällig, wie man ihn befreien kann. Die Falle dürfte zu groß sein, um sie mit Gewalt aufzubekommen. Du solltest versuchen, das Metall an den Scharnieren zum Rosten zu bringen, damit sie auseinanderfällt. Ein altes Rezept für Rost besagt, dass man Tränen von jemandem benutzen soll, der niemals weint. Sie sind wohl so ätzend, dass sie das Metall im Nu rosten lassen. Tränen. Danke, das ist sehr interessant. Ich werde das versuchen, auch wenn es sich sehr schwierig anhört. Weißt du, wo ich eine Person finden könnte? Leider nein, aber frag doch die anderen Bewohner. Vielleicht hat da jemand eine Idee. Okay, dann ciao, Kakao. Ach, da ist noch eine Kiste. Das ist ja nice. Was finden wir hier Schönes? Stiefel aus Feuerset. Ja, so langsam kriegen wir das Feuerset auch zusammen. Aber ich werde, glaube ich, die Ausrüstungsteile noch nicht anziehen, solange wir irgendwie... Was haben wir hier noch? Stück eines Pilzes nehmen. Ich schaffe ein Stück eines stinkenden Pilzes. Das haben wir jetzt auch, damit wir den Stinkeräucher
Trank dann nochmal hinbekommen. Das könnten wir auch alles mal ihr schon geben. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ah ja, ich wollte das Feuerset werde ich, glaube ich, noch nicht anziehen, solange wir das nicht komplett haben, weil Eisen ist halt einfach, glaube ich, dann cooler, oder? Oder was denkt ihr? Wir können ja mit ihm schon mal über die Tränen reden. Und du, Schwerwisch, hast du schon mal gefunden? Tränen. Ich habe einen Tipp erhalten. Wir müssen die Tränen von jemandem finden, der bisher noch nie geweint hat. Damit können wir das Metall zum Rosten bringen, damit die Falle öffnen. Ja, da wären wir auch selber drauf gekommen. Du meine Güte, solche Tränen gibt es wirklich und du bist dir sicher, dass das funktioniert? Versuchen. Versuch macht klug. Heißt doch so schön. Ich mache mich sofort auf die Suche. Okay, dann versuchen wir mal. Ich glaube, hier greifen uns die Hornissen an, wenn wir da jetzt einfach drauf losgehen, oder? Sterben wir dann? Ich glaube, dann kommen die auf uns zu. Ich lasse das mal lieber, weil wir sind ja noch nicht so weit mit unserem Gangstertrank. Ja, was mache ich jetzt mal? Ich gehe mal zu ihr. Wir haben ziemlich viele Zutaten gefunden. Ich flatter mal ein bisschen schneller hier. Wo ist sie denn? Die war doch da unten. Ist sie nicht hier irgendwie um die Ecke gewesen? Diese Oma. Da ist wieder der nutzlose Faun. Wo ist denn sie? Da ist er mit seinem Waschbären. Hä? Nicht doof? Da ist wieder der komische Gnom. Wo ist denn sie? Da ist wieder der Faun. Hä? War das weiter oben? Ich glaube, das war weiter oben, als ich dachte, ne? Kann das sein? Ach, guck mal, da ist auch noch ein Nest oder so. Oh, und hier, ich habe ein Versteck gefunden. Geil. An Galdis Tür klopfen. Wer ist denn Galdi? Der mit den Tränen bestimmt. Verschwinde, du dreckiges, schwirrendes Viech. Ja, fortfliegen oder nicht dreckig? Ich bin nicht dreckig und ich bin auch kein schwirrendes Viech. Ich komm raus. Nein, ich lasse mich doch von solchen dummen Trotteln wie dir nichts sagen. Ich hasse es, wie du nach Rosen stinkst. Lass mich in Ruhe, schwer ab. Und die sind so freundlich hier in dem Spiel. Fortfliegen. Ja, toll. Vielleicht müssen wir irgendwie die dann locken oder so. Wer auch immer da drinnen wohnt. Also Gildir oder was auch immer. Ach, hier haben wir noch was für jemanden, den wir noch nicht hatten. Galadriel. Nicht Galadriel, sondern Galadrielle. Das ist die Urenkelin von Galadriel aus Herr der Ringe. Hallo, ich heiße Galadrielle. Du bist wohl neu hier in der Gegend. Ich habe dich nie zuvor gesehen. Hallo. Hallo, Galadrielle. Ich komme von der Insel Avalon. Man hat mir gesagt, dass Yggdrasil krank sei. Ja, das ist leider wahr. Der Baum stirbt und einige Bewohner haben angefangen, sich sehr merkwürdig zu verhalten. Besorgt? Stimmt was nicht? Du siehst besorgt aus. Ja, aber nein, es ist nichts. Ich kann... Oh, ich komme mir so lächerlich vor. Oh, sie errötet. Wir gehen einfach. Tschüss. Sie errötet. Du musst dich doch nicht schämen. Ja, da hast du auch wieder recht. Es ist nur so, dass ich verliebt bin. An wen denn? Verlegen, geschmeichelt. Ja, wen denn? Wer ist der Glückliche, wenn ich fragen darf? Ach, ich denke einfach nur noch an Pukul. Galadriel und Pukul. Ich kann nichts anderes mehr machen. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Kannst du mir helfen? Ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Aber ich würde ihm gerne etwas schenken. Nur weiß ich nicht so recht, was ihm gefallen könnte. Und ich bin etwas überdreht. Natürlich. Sicher kann ich dir helfen. Was soll ich machen? Ich möchte ihm einen Kuchen schenken. Könntest du Gargamel, den Urverwandten von den Schlümpfen, einen Besuch abstatten? Sie dürft wissen, was Pukul mag. In Ordnung. Ich werde mich sogleich dran machen. Bitte Gargamel um einen Kuchen. Okay, wollen wir nochmal mit ihr weiter... Ah, hallo, Alexis. Ja. Sappeln. Heimat. Wo kommst du ursprünglich her, wenn du nicht von Yggdrasil stammst? Als der Nebel aufgetaucht ist und sich immer weiter ausgebreitet hat, bin ich auf der Flucht davor von Welt zu Welt gereist, bevor ich hier gelandet bin. Ganz früher lebte ich in der Nähe eines großen Steingrabs in einem reizenden Wald. Kann ich dich noch was fragen? Nein! Doch. Kranker Baum. Was weißt du über die Krankheit, die Yggdrasil plagt? Nur sehr wenig. Ich lebe noch nicht lange hier und glaube, dass der Baum schon krank war, bevor ich gekommen bin. Mir sind einige wirkliche große Hornissen. Hornissen. Okay. Ja, gut.
Ja, jetzt haben wir noch einen Nebenquest bekommen. Hier mit einem Gargamille. Schnelle. Aber ich such sie eigentlich. Ich such die Alte. Das ralle ich irgendwie nicht. Dass ich die nicht wiederfinde. Vor allem war die doch hier irgendwie... Die war doch hier ganz am Anfang einfach beim Steg. Oder ist das hier unser Topf schon? Oder... Die war... Nee, die wollte oben warten, ne? Oder so. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Kleiner Heiltrank, das ist gut. Die verballern wir schnell. Da ist sie doch. Hier, Galdas. Hallo, meine Kleine. Wir kommen hier auf Chidrasil nicht auf dein neues Gesicht, Mirna. Ich heiße Alexis. Oberin hat mich hierher geschickt, um den Niedergang des Weltenbaums aufzuhalten. Das ist eine andere Oma. Wie mutig du doch bist. Was für eine Mission. Das ist nichts für Weicheier. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Es wäre mir eine Freude. Die sieht voll gruselig aus. Ich finde, die sieht echt gruselig aus. Würde dir gerne Fragen stellen. Ja, frag. Mach mal. Vergangenheit. Du lebst schon seit langer Zeit hier und dürftest so einiges mitbekommen haben. Willst du damit etwas sagen, dass ich alt bin? Du hast ja recht. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als die Menschen herkamen, um Ruhe und Frieden zu finden. Damals war Oberon noch ein junger Bursche, sehr eingebildet und sehr, sehr frech. Er trieb zusammen mit Puku sein Unwesen. Puku, der neue Stecher von der Galadrielle. Ich hätte eine andere Frage an dich. Lassen wir das mal mit Puku, ne? Tränen. Brauche die Tränen von jemandem, der nie weint. Wo könnte ich so eine Person finden? Meine Schwester wäre eine Möglichkeit. Sie hasst jeden und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie niemals in ihrem Leben auch nur eine einzige Träne vergossen hat. Ihr Haus befindet sich weiter oben, dort, wo sich das Geäst teilt. Da waren wir ja schon gerade. Womöglich antwortet sie dir nicht, weil sie gerne Ruhe hat. Du wirst dir also ziemlich viel Mühe geben müssen. Ja, wie? Wie denn? Wieso winkt sie auf einmal? Ja, dann tschüss. Kann die uns nicht mal so... Wenn es ihre Schwester ist, dann hätte sie uns doch jetzt mal einen Tipp geben können. Weil sie sagt uns, dass sie nie aufmacht. Aber schickt uns hin. So, ja, viel Glück. So, viel Spaß. Oh, kommen wir ins... Oh, wir dürfen kämpfen wieder. Hier, Hornissen-Junges. Hornissen-Scharfschütze. Bam, bam, bam. Gleich schön rein. Wir machen mal ein bisschen hier elektrische Ladung immer drauf. Ja. Oh, 30 ist schon mal ganz gut. Ja. 60 ist natürlich noch besser. Machen wir einen Tornado und ein Eisgeschoss. Da wird das Hornissenjunge leider nicht mithalten können. Noch lebt es. Eigentlich müssen wir uns erstmal um die Gifthornisse kümmern. Ich glaube, die sind ein bisschen... Ja, ja, okay, das war nicht gut. Asiel ist leider schon vergiftet. Und er mit seinem blöden Felsen, ne? Das ist ja so ein bisschen low. 11 Schaden. Ist ja nicht so geil. Naja. Jeder Schlag zählt. Ne? So müssen wir das mal sehen. Ja, jetzt schön die elektrische Ladung, Asiel, komm, auch wenn du vergiftet bist. Ja, die ist schon mal weg. Eisgeschoss auf Gift. Immerhin geschwächt. Das ist schon mal gut. Du mit deinem blöden Felsen. Mach doch mal einen normalen Angriff. Vielleicht hilft das ja mehr. Deiner Keule. Bam. Ja, schon ein bisschen mehr. Können wir den eigentlich irgendwie heilen? Also ich meine, wenn der jetzt vergiftet ist und solche Sachen jetzt schon kommen. Wir können irgendwie gar nicht heilen, oder? So heilende Welle. Ist das dann... Ich weiß nicht. Nee, das lasse ich mal. Gegenstände habe ich aber auch noch nichts mit Gegengift oder so gesehen. Kleiner Heiltrank. Elixier. Mittlerer Heiltrank? Nö. Ja, gut. Dann müssen wir einfach weiterkämpfen. Ist ja auch... Nu ist der tot. Jetzt haben wir nur noch die Hornissen. Scharfschütze, Biene-Hornissen vor uns. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Mal wieder geschwächt. Na, ein Schlag. Ich glaube, dann ist sie hin. Jawohl. 300 Erfahrungen. Erfahrung gesamt 599 von 777. 178 Erfahrungen benötigt. So. Das ist schön. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Action hier gehabt. Aber irgendwie wollen wir auch noch mehr. Ja, sollen wir jetzt gehen? Gehen wir mal wieder hier. Wo? Hallo? Wohnt hier jemand? Ah, andere Seite, ne?
Versuchen wir das jetzt einfach nochmal? Oder geht das jetzt, weil wir den Quest auch haben? Öffnen. Jetzt haben wir hier Kleidung aus elektrisches Set. Das würde ich mir doch ganz gerne mal angucken hier im Inventar. Warum denn das ist ja... Sowas gibt's? Elektrizität. Erhöht die Effektivität deiner elektrischen Zauber. Sind wir dann... Strom. Die Stromfee. Sozusagen. Ja, das finde ich irgendwie cool. Also das finde ich vom Outfit her ganz cool eigentlich. Aber sie ist ja gar nicht auf Strom. Weil es verwirrt mich auch noch ein bisschen, weil er, also Azir ist ja eigentlich auf Strom. Hängen unsere Angriffe vielleicht mit unserer Kleidung auch ab? Oder sind wir da irgendwie von vornherein spezifiziert? Oder ich blick da noch nicht so ganz durch. Ich guck mir das nochmal irgendwie in Ruhe an. Damit wir jetzt erstmal hier weiterkommen. Da ist unser Spiegel. Ja, da wir jetzt das mit den Tränen ja angenommen haben, gehen wir nochmal noch weiter oben und dann suche ich nochmal, wo sie wohnt. Da ist noch eine Kiste. Ey, ich habe Glück hier in diesem Part mit Kisten. Jetzt haben wir Kleidung aus Set für körperliche Resistenz. Das ist auch gut. Ja, vielleicht wechsle ich mal Kleidung. Da ist wieder sie hier. Ich will aber mit ihr noch gar nicht reden. Leute, ich bin verwirrt, wo hier alle wohnt. Ich verliere hier echt schnell die Orientierung, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Da ist wieder die Galadrielle. Die Gute. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich wieder zu ihr und sie meinte ja oben. War das da? Nee, jetzt bin ich wieder im Kreis. Oh Mann, oh, das ist nicht so toll, was ich hier mache. Was ist da? Wie weit können wir überhaupt nach oben? Weil hier schon wieder Nester sind. Guck mal, können wir hier nicht so an die Vogelnester gehen und uns ein Ei irgendwie klar machen? Nö. Irgendwie nicht. Na gut. Ja, jetzt können wir natürlich hier voll das Hornissennest von oben angucken. Das, ja. Das ist schön. Oh, guck mal. Ein Rotkehlchen, was hier so brütet gerade und voll verplant ist, dass wir jetzt hier geflogen kommen. Moah. Schnuffig, oder? Also das finde ich süß. Das finde ich echt cool gemacht. Ich meine, habt ihr schon mal ein Spiel gesehen, wo man so durch die Bäume fliegen kann und sich wie eine echte Fee fühlen kann? Ha? Ha? So, hier haben wir Galdis Tür. Verschwinde, du dreckige Dings. Geschichte. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Sie wird dir sicher gefallen. Eine Geschichte? Hoffentlich ist sie gut, denn sonst reiße ich dir die Flügel aus. In Ordnung. Versichere dir, dass du nicht enttäuscht sein wirst. So jetzt. Nun, was für eine Geschichte willst du mir erzählen? Und die sieht ja auch genauso hübsch aus wie ihre Schwester. Eine sehr attraktive Gnomenfrau. Los geht's. Nur die Ruhe. Entspann dich und ich fange an. Guck mal, wie sie, da freut sie sich schon. Beeil dich. Ich kann es nicht leiden, den ganzen Tag herumzustehen und zu warten. Du kannst mal bald ein bisschen leiser sein hier. Hungerndes Waisenkind oder wundersames Land oder fernes Land? Was würde sie denn jetzt mal vielleicht... Vielleicht will sie so ein fernes Land? Nee, aber sie findet das so... Nee, ein hungerndes Waisenkind. Das interessiert die bestimmt nicht. Fernes Land. Sie will bestimmt mal ganz weit woanders sein. Wir nehmen mal fernes Land. Es war einmal vor langer Zeit in einem fernen Land. Ja? Was war da? Ein Schuster. Ein armer, sterbender Soldat. Ein Schuster war da mal. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ein Schuster, der seine Tochter mit einem reichen Händler verheiraten wollte. Ob sie die Geschichte toll findet. Und? Das ist ziemlich langweilig bisher. Okay, ein Drache. Doch am Hochzeitstag tauchte ein Drache auf und unterbrach je die Feierlichkeiten, indem er den Händler verschlang. Daraufhin machte sich der Schuster auf den Weg zum Versteck des Ungeheuers. Mhm. Hahaha, fantastisch. Die Braut dürfte ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut haben. Okay, das fand sie gut, aber wir können nochmal neu anfangen. Glaube, ich habe mich zu Beginn etwas vertan. Lass uns doch einmal anfangen. Nein, du warst einfach toll, wenn du noch mehr so gute Geschichten auf Lager hast.
Oh, dann erzählen wir jetzt mal was von wundersamem Land. Es war einmal vor langer Zeit ein wundersames Land. Was für ein Blödsinn. Was sind das für ein schwachsinniger Anfang? Wundersames Land? Ich hasse deine Geschichte jetzt schon. Boah, ich... Ganz ehrlich. Ohne Krieg. In diesem Land herrschte überall Frieden. Die Leute dort liebten sich alle sehr und niemand hatte je etwas über den Krieg gehört. Na, das gefällt ihr bestimmt nicht. Ich glaube, da war das mit dem Schuster schon cooler. Ich kotz gleich. Was für eine dümmliche Geschichte. Was geht denn nur in deinem Schädel vor sich? Ich kotz dir auch gleich mal sonst wohin. Prinz und Prinzessin, nee, das ist nicht ihrs. Ich fange nochmal neu an. Und das mit dem armen Kind glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war schon... Okay, müssen nochmal. Geschichte. So, müssen wir nochmal. Was für eine Geschichte, los geht's. Baba, beeil dich. Okay, wir nehmen nochmal das ferne Land. Das fand's ja gut. Dann nehme ich... Sie, ja... Ein Schuster nochmal. Das ist ziemlich langweilig bisher. Okay, dann gebe ich mal auf. Muss ich zwar alles nochmal jetzt machen. Das kriegen wir schon hin. Warte mal. Bevor der Part jetzt hier zu Ende ist, muss ich nochmal schnell hier die Geschichte. Geschichte. In Ordnung, die wird super. Komm mal raus. Los geht's. Entspann dich mal ein bisschen. Fernesland. Ja, dann nehmen wir das hungernde Waisenkind. Es war einmal vor langer Zeit ein hungerndes Waisenkind, das zusammen mit seiner bösen Stiefmutter lebte. Oh ja, das könnte doch was werden. Na? Hervorragend, gefällt mir sehr gut. Was passiert mit dem Kind? Erstickt es an einem Stück Brot? Hahaha. Glaube, ich habe mich zu Beginn etwas vertan. Lass uns noch einmal anfangen. Nein, du warst einfach toll, wenn du noch mehr so gute Geschichten auf Lager hast. Dann nehmen wir jetzt... Ja, warum hat sie die jetzt eigentlich nicht weitererzählt, wenn sie die gut fand? Das verstehe ich nicht. Ja, was war da mit dem fernen Land? Dann der arme sterbende Soldat. Ein armer, kranker Soldat, der schon bald sterben würde, ohne jedoch zuvor seine Kinder wiedersehen zu können. Und, findest du es langweilig oder nicht so? Ah, geschieht ihm recht. Okay. Sie ist eigentlich, sie findet die Geschichten voll gut, aber irgendwie müssen wir immer wieder von vorne anfangen. Wundersames Land. Was für ein Blödsinn. Das findet sie gut. Ohne Krieg. Kotzte gleich. Prinz und Prinzessin. Irgendwann ergab es sich in diesem wundersamen Land, dass sich eine unbeschreiblich schöne Prinzessin unsterblich in einem umwerfend gut aussehenden Prinzen verliebte. Sie heiratete und bekam viele, viele Kinder. Was zum Geier? Wo sind all die bösen Stiefschwestern, die Hexen, die Drachen, die schrecklichen Zauberer? Was für eine Schande, du hast alles ruiniert. Alles, was an diesen Geschichten Spaß macht, hast du weggelassen, du Biest, du Miststück, du Monster. Buhu, hallo, kannst du mal aufhören, mich so zu beleidigen? Ach so, sie soll die Scheiße finden, damit sie weint, damit wir die Tränen kriegen. Vielen Dank für diese Tränen, sie werden mir sehr von Nutzen. Ach so. Das checke ich ja jetzt erst. Wir sollten sie richtig scheiße machen, damit sie heult. Ja, aber ich denke dann immer, sie regt sich halt auf. Und ich dachte eher, sie braucht was, wonach sie sich sehnt oder was sie richtig berührt, damit sie weint oder so. Und nicht, dass sie eine Geschichte zum Kotzen findet und deswegen heult. Ich meine, wer kommt denn auch auf sowas? Okay, das war ein sehr bewegender Part, Leute. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.